Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Evil Islands. Es ist tatsächlich wenig überraschend. Schon wieder ein bisschen her seit der letzten Aufnahme. Nicht so lang, aber doch ein wenig. Und ich muss mich mal kurz wieder orientieren, wo wir waren. Wir wollten den grünen Kristall, glaube ich, holen, der da oben sich befindet. Genau, bei der Stadt des Todes. Und die Stadt des Todes ist dann so die letzte Quest, die wir eigentlich haben. Wir haben das letzte Mal diesen Bogen gemacht für Naya. Und haben generell auch ganz gute Ausrüstung. Ach, und wir haben noch den Hauptmann, stimmt. Da hatte ich mal ein Video gesehen. Ich trinke mal wieder ein schönes Käffchen hier nebenbei, also nicht wundern. Ich hatte ein Video gesehen, ich gebe es zu. Und zwar war dieses Video ganz hervorragend und hat mich wirklich ein wenig verstört. In diesem Video hat eine gewisse Person diese Quest hier gemacht. Ich schalte mal auf so. Ja. Und zwar ja. In Ordnung. Mit Kiran hat sie sich angeschlichen. Und hat diesen Hauptmann von hinten angegriffen, soweit nichts Neues, das haben wir ja auch schon versucht. Aber nicht nur das. Diese Person hatte sich darüber hinaus hingelegt und hiermit, ne, mit dieser speziellen Anvisierung, ihn in den Hinterkopf attackiert. Von hinten in den Hinterkopf. Und das ist wohl so unfassbar, dass dass man da wirklich, dass man ihn fast one-shotten konnte. Das werde ich jetzt auch mal versuchen. Natürlich nicht so in meiner stümperhaften Weise. Und das fand ich schon, also das war sehr beeindruckend. Wenn das funktioniert, ist es natürlich, also wenn man es irgendwie hinkriegt und nicht total versagt, dann wäre das schon extrem hilfreich. So, jetzt zum Beispiel, ne? Jetzt könnte man mal gucken. Ja. Aber er dreht sich halt sehr schnell. Oh ja, das hat geklappt. Ja. Ich könnte auch so mal speichern. Dann kann man einfach mal wieder laden. Oh, ich bin dumm. 69 Schaden und ich lade. Aber so in der Art, ne? So, jetzt hat er nämlich noch 15 HP. Ja. Das ist ja mega witzig. Jetzt könnte man ihn noch schwächen. Das hat die Person in dem Video nicht gemacht. Das ist jetzt mein eigener Style. Und jetzt macht Kiran gar nichts, weil ich ihn auf defensiv gestellt habe. Wie ein Idiot. Ihr seid auch noch auf defensiv, aber gut, das hat sich jetzt eh erledigt. Komm, töte ihn. Boah, das wäre ja fantastisch. Wäre ja wunderschön. Jetzt ist aber Schluss hier. Easy! Easy! Okay, das muss ich mir echt merken. Das ist ja super mal sehen, krass. Was es da Feines gibt. Streitachs aus Silizium und Geld. Okay, das ist mega enttäuschend. Ich dachte, ich krieg zumindest. Oder was heißt zumindest, aber vielleicht seine entlang, Rüstung, entlang. Die ich ja selber auch schon habe hier. Langsam satt. Bin ja schon unterwegs. Ich werde mich nicht verlaufen. Und dann hätte man die vielleicht Cardo oder so geben können. Ha! Aber gut. Ich bin schon auf dem Weg. Nun, dann wollen wir mal. Merke, Hinterkopf, ja, also Kopf von hinten, Hinterkopf, ist mega gut. Ist mega stark. Die Frage ist jetzt nur, kriege ich was dafür? Frage nach dem Hauptmann. Kann ich euch beide fragen? Ja. So, was sagst du dazu, Barbour? Hm? Was sagst du? Auserwählter. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Gord sich alleine so komplizierte Pläne ausgedacht hat. Es muss jemand darin verwickelt sein, der schlau, verschlagen und heimtückisch ist. Es gibt so jemanden in unserem Dorf und du weißt, wer es ist. Du bist es. Der Verräter des Verräters ist ein Verräter des Verrats. Endlich sind wir den Verräter los. Dank unserem Auserwählten. Wie blind ich doch war, so blind. Aber ich werde nicht länger so blind sein. Ich kann nicht glauben, dass dieser elende Gord alleine gehandelt hat. Das kann ich auch nicht glauben. Es muss noch jemanden geben, der ihn unterstützt hat.
Und er steht direkt vor mir. Toll, ne? Ich habe von einer neuen, schrecklichen Bedrohung erfahren. Gort bezahlte den Seher der Orks, damit er eine Krankheit über das Dorf kommen lässt. Es gibt nur ein Heilmittel für diese Krankheit, die weiße Blume. Diese Heilpflanze kann man südöstlich der Mittelberge finden. Ich flehe dich an, verschwende keine Zeit, bring mir die Pflanze. Die Blume wächst in den Mittelbergen. Nimm den Pfad nach Osten, bis du die Hügel im Norden siehst. Es gibt dort einen Weg, der durch die Hügel führt. Hinter den Hügeln wirst du die magische Pflanze finden. Hier ist doch gar keiner krank. Was labert der für eine Scheiße? Oh, Riva, der Mächtige. Das ist ja... Hallo, Riva. An dich erinnere ich mich gar nicht. Hallo. Offen gestanden weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich bin Riva. Man nennt mich den Mächtigen. Man hat mich zum neuen Hauptmann ernannt. Und dem Ältesten schien das irgendwie einerlei zu sein, obwohl er weiß, dass ich nicht der geborene Kämpfer bin. Nun, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann mache ich dir einen Vorschlag. Wie wär's denn zum Beispiel mit: Ich schwöre, dass ich dem Auserwählten niemals ein Leid antun und jeden, der das versucht, strengstens bestrafen werde. Ich schwöre, dass ich dem Auserwählten niemals ein Leid antun und jeden, der das versucht, strengstens bestrafen werde. Ist doch mal ein Wort. Ja, das klingt aber gut. Ich hätte es nie so schön ausdrücken können. Ich bin nämlich ein ziemlich armseliger Redner. Das ist schon in Ordnung. Du hast andere Talente. Schau dir doch nur mal deine Arme an. Ich wette, du bist der stärkste Mann im ganzen Dorf. Ja, das stimmt wohl. Deshalb hat man mich wohl zum Hauptmann gewählt. Mein Vater war auch schon der Stärkste. Und mein Großvater und mein Urgroßvater. Wir haben ein Familiengeheimnis, die eigene Stärke zu verbessern. Ein geheimes Wort. Man sagt es nicht laut, man flüstert es nur. Soll ich es dir zeigen? Soll ich es dir zuflüstern? Ein Dilltraining. Na gut, warum nicht? Vielleicht funktioniert es ja. Nun, worauf wartest du denn noch? Schon passiert. Du wirst den Unterschied merken. Aber danke mir nicht, sonst funktioniert es nicht mehr. Okay. 33 Schaden habe ich bekommen. war das jetzt gut? Oder habe ich jetzt... Also ich habe ja das Talent bekommen. Oder muss ich jetzt mehr bezahlen für die anderen? Nee, muss ich nicht. Guck mal. Kostet immer noch 1,8 und er hat einfach hier diese Stärke erhöht. Ja, und deswegen habe ich Lebenskraft bekommen und deswegen habe ich gerade Schaden bekommen, weil das Spiel das irgendwie adjustieren musste. Aber guck mal hier, 1744, so close. Und dann wird hier richtig aufgeräumt. Das habe ich anscheinend letztes Mal vergessen, ja? Habe ich überhaupt letztes Mal noch Sachen verkauft? Habe ich Dinge zu verkaufen? Ne, ich habe mich schon darum gekümmert, ne? Ah ja, genau, und diese Eidachs, die hat jetzt der gute Gord fallen lassen. Und die könnte man ja mit Obsidian anfertigen, denn die ist ja besser als die hier. Durchaus brauchbare Waffe. Der wird wahrscheinlich eine teure Nummer, aber wir haben auch sonst kein Obsidian mehr. Also ich müsste die wahrscheinlich wirklich... Ja, ich müsste die zerlegen. Eigentlich verkaufen. Zerlegen, bitte. Und wo ist die Axt? Da ist die Axt. Zerlegen. Das kostet 200 Tacken. Zerlegen, wirklich. War vielleicht jetzt nicht so die klügste Entscheidung, das zu machen, ohne sicherzustellen, dass wir es uns leisten können. Gut, das brauche ich nun wirklich nicht mehr. Weg damit. Dann die Streitaxt des Todes zerlegen. Kostet 600. 600, oh mein Gott. Ihr habt nicht genug Geld. Ich könnte natürlich das wieder verkaufen. Ich könnte das verkaufen. Wie viel brauche ich? 600 insgesamt, ne? Wer braucht denn das hier schon? Das ist doch... Guck mal, dann müsste ich das wahrscheinlich gar nicht mehr verkaufen. Ja, dann würde ich die vielleicht erstmal behalten. Erstmal. Die verkaufen könnte, ne? Komm, hau die hier mal weg. Das braucht doch kein Mensch.
So, und bitte, Streitaxt, Obsidian, noch eine schöne Rune rein. Mit den Runen, das checke ich immer noch nicht, aber das ist wahrscheinlich hierfür einfach nicht geeignet gerade. Okay. So, Kador, bitteschön. Die kannst du trotzdem haben, aber ich glaube, diese Axt hier, die ist schon wesentlich, wesentlich besser. Wie fühlst du dich, Babur? Kann nicht klagen. Wieso? Und wegen Man Krankheit. Sagt, der Seher der Orks habe eine Krankheit über das Dorf kommen lassen. Der Älteste macht sich große Sorgen. Er bat mich, ihm eine weiße Blume zu bringen, mit der die Menschen geheilt werden können. Hör mal, warum gibst du die Blume nicht mir? Ich könnte tolle Geschäfte machen. Das ganze Dorf würde die Blume haben wollen. Ich würde Riesengewinne machen und sie mit dir teilen. Außerdem könnten wir Erfa loswerden. Ich würde so viel von ihm verlangen, dass Sterben weit billiger für ihn wäre. Bist du verrückt? Deine Gier hat dich vollkommen wahnsinnig gemacht. Die Menschen könnten sterben und du denkst nur an Geld. Oh, in Ordnung. Tanz nur nach der Pfeife der anderen. Seht alle her, wie ehrlich ich bin. Pass nur auf, dass diese Blume nicht das Letzte ist, was du siehst. Abu ist auch immer so, schwingt immer hin und her zwischen, okay, ich glaube, der ist schon ganz okay. Und er ist das größte Arschloch in diesem Spiel. Rede mit Bogenschützen, aha. Bogenschütze, hallo? Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Du bist ein hervorragender Schütze. Was würdest du sagen, wenn ich dir die Möglichkeit biete, auf interessantere Ziele zu schießen? Zum Beispiel auf die Ghouls, die mir auf meinen Expeditionen immer wieder in die Quere kommen. Man nennt mich nicht umsonst Rind den Bogenschützen. Ich mag es nicht, wenn meine Pfeile im Köcher verstauben. Aber ich kann nicht einfach so gehen. Ich muss dem Hauptmann Meldung machen. Selbstverständlich, aber ich möchte, dass du über meinen Vorschlag nachdenkst. Okay. Aber wahrscheinlich, also noch einen in der Gruppe? Nee, wahrscheinlich geht das nicht, oder? Na, hast du es denn noch nicht satt, hier im Dorf rumzusitzen? Ich bin auf dem Weg zu ein paar richtigen Abenteuern. Willst du mitkommen? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast schon zuverlässige Begleiter, da wäre ich nur im Weg. Ich sage immer, dass man der Gefahr am besten mit nicht mehr als 3 Leuten gegenübertritt. Das ist eine tolle Regel. Okay, das heißt, wenn ich einen von euch hier los werde, könnt ihr ihn mitnehmen. Natürlich, eigentlich wäre Naya natürlich die naheliegende Wahl. Aber sie kann auch heilen, ne? Und heilen ist auch schon sehr, sehr hilfreich. Weiß ich nicht, ob ich auf die verzichten möchte. Ja, ich ziehe sie mal aus. Entschuldigung, Naya. Oh, man sieht hier ja... Oh, das ist für YouTube ja vielleicht schon nicht zu viel. Ich drehe dich mal lieber um. Okay, wollen wir ihr nicht irgendwas anziehen? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist das okay. Naya, tut mir leid, ich habe nichts für dich. Ich muss dich leider... So, hier gibt's hier noch was? Doch, Frage nach dem Hauptmann. Naya. Nayas Hilfe ablehnen, das finde ich gut. Tut mir leid, Naya, aber ich habe gute Gründe, dich diesmal nicht mitzunehmen. Du bist nämlich Ich stelle nackt. Normalerweise keine Fragen. Aber ich möchte wissen, ob es daran liegt, dass du von meinem Können nicht überzeugt bist. Ich habe überhaupt nichts gegen dich. Oh, scheiße, ey. Es gibt andere Gründe. Drama, Drama. Aha. Nun, wenn du mich wieder einmal brauchen solltest, dann weißt du ja, wo du mich finden kannst. Ich habe sie wirklich einfach nackig ausgezogen. Es tut mir leid. Ja, sie bleibt einfach nackt. Gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal Sei nicht zu überheblich, sonst glaubst du nachher wirklich noch, dass du der Auserwählte bist. Gort ist ein Narr und durch sein Eingreifen hat er einen durchdachten Plan gestört. Aber wer sagt, dass es nicht noch einen anderen Plan gibt? Sieh nur, die Goblins und Orks ziehen wieder um das Dorf. Das kann kein Zufall sein. Mhm. Ja, um die Orks und Goblins werden wir uns hier gleich kümmern. So, Rin, Kollege. Du und ich. Auserwählter, willst du immer noch, dass ich mit dir komme? Einen guten Schützen kann ich immer gebrauchen. Aber ich dachte, du hättest Verpflichtungen. Das hat sich geändert. Ich werde ab jetzt für mich selbst entscheiden. Das ging ja schnell. Wunderbar. Dann warte am Tor auf mich. So, ich bin gespannt, ob der wirklich gut ist. Ich habe den als Kind auch mal in der Gruppe gehabt, aber es ist so lange her, ich weiß es wirklich nicht mehr.
So, du hast einen Kurzbogen. Ein Pfeil von diesem Bogen ist für jeden Gegner ein Problem. 13 bis 16, aber der, den wir haben, müsste ja eigentlich schon besser sein, oder? Ja. Es gibt nur wenig Vergleichbares, genau. Dann nimm mal den aus Drachenknochen. Die hast du selber. Das ist die leichte Rüstung. Die ist mit Sicherheit besser als das da. Tiger 2,7. Ne, da ist deins tatsächlich besser. Das kannst du mal anziehen. Das kannst du mal anziehen. Das kannst du mal anziehen. Ja. Sieht doch gut aus. Kenntnis der Magieschulen. Also vielleicht kann der selber auch Heilung wirken. Das wäre natürlich cool. Und er hat schon Bogenstufe 2. Also ich glaube, das ist eine gute Sache. Mit Rind. Aber hier sind keine Zauber. Kenntnis der Magieschulen. Mhm. Okay. Ja, wir sind kurz, wie gesagt, kurz davor, endlich diese Sachen hier lernen zu können, Aktionen. Und danach würde ich, glaube ich, auf Intelligenz gehen für die Erfahrungspunkte. Ja, aber ansonsten sieht das erstmal gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal um die weiße Blume. Und oh, 200, okay, vielleicht ist das doch eine krassere Quest. Hm. Und ich soll doch erstmal die andere machen, wenn ich hierfür so viel Erfahrung kriege. Aber wir können uns ja mal angucken. Auf den Schwierigkeiten, der Hauptmann hat den Seher der Orks dafür bezahlt, eine Krankheit, ja, wo wir davon nichts gesehen haben. Musst du der Straße folgen, die von den Hügeln aus Richtung Osten führt. Also, den Hügeln aus Richtung Osten hier, ne? Und dann da hoch. Ja, da oben war ich ja schon mal, stimmt. Da haben wir auch schon mal alles, alles platt gemacht. Zuerst führt der Weg durch den Wald, den Durchgang durch die Berge. Ja, okay. Alles klar. Ja? So, Rin. Bin gespannt, was du kannst. Herumzulaufen. Aber es muss ja sein. Ja. Nun, dann wollen wir mal. Ich kann nicht ich eher wieder rennen, bevor ich mich etwas ausgeruht habe. Ja? Ich konnte nachher den Bogen nicht einmal ausprobieren. Ne? Das ist schon ziemlich bitter eigentlich. Hat sich schon so gefreut, dass sie endlich einen gescheiten Bogen kriegt und dann zack, ist, immer nur egal, wo wir ist auf die Unterwäsche ausgezogen und zurückgelassen. Es tut mir leid. Bin schon unterwegs. So, wer bewacht die Blume? Dann wollen wir mal. Ich bin schon auf dem Weg. Aha. Junger Ork. Ja. Jawohl, hier ist kein Weg. Bist du deines Lebens etwa schon müde? So. Und du kannst gar nichts, was Magie angeht. Okay, gut. Dann könnte das interessant werden, auf jeden Fall. Bin ja schon unterwegs. Ah, ein ausgewachsener Ork, okay. Kriegen wir noch ein bisschen Silizium, Obsidian. Nee, auch nur Silizium. Oder Geld. Nee, Silizium und Geld. Okay. Ja? Ich glaube, die neuen Waffen, also, oder die neue Waffe für, Ador und auch der Bogen, die machen hier richtig... Die hauen hier richtig rein. Bin schon unterwegs. Hier ist kein Weg. Die hauen hier so richtig rein. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Finde die Blume, nimm die Blume. Wird gemacht. Bist du deines Lebens etwa schon müde? Es freut mich, deine Bekanntschaft. Also das geht ja hier wie durch Butter. Nicht gerade schön, aber einer muss es ja machen. Und ich wette, wenn ich die Orks nicht töte, sondern die Blume mir nehme, dann greifen mich alle auf einmal an. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Bin ja schon unterwegs. Aber das könnte durchaus so sein. Ja? Freunde, das sieht ja richtig gut aus hier. Ja, dann schnapp sie dir. Schnapp dir das Blümchen. Ja. Das war ja mega einfach. Okay. Was immer du willst. Dafür nur 200 Erfahrung. Solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Bin ja schon unterwegs. Gut. Entlang, da entlang. Ich habe es langsam satt. Ich frage mich, ob man sich jetzt wirklich dafür entscheiden kann, die Barbo zu geben, um da richtig jetzt Kohle zu machen. Das wäre natürlich sehr witzig. Vielleicht gibt es einen Kapitalist Kiran will immer den größtmöglichen
monetären Erfolg hier rausziehen. Mal gucken. Hier, Barbo. Frage nach Reise für die Blumen. Ich frag ihn mal. Mal sehen, was er sagt. Babur. Ich bin fast getötet worden. Und deinen Scharfsinn finde ich ein bisschen verdächtig. Ich war nur aufgebracht, weil du so ein gutes Geschäft ausschlägst. Aber warum sprechen wir überhaupt davon? Es ist ohnehin niemand krank geworden. Ja, was will ich denn mit dieser Blume? Das ist doch Quatsch. So, Aktionen, Stufe 2. Ja, bitte. Das wird alles ändern. So, bei Kador könnte ich eigentlich entweder das schon machen. Rind. Gut, der ist ja noch ganz neu. Aber ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Sache. Gut, Erfa, hier hast du dein Blümchen. Hier ist die Blume. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Erneut rettet der Auserwählte unser Dorf vor dem sicheren Untergang. Glücklicherweise ist noch niemand krank geworden. Deine Hilfe kam also gerade rechtzeitig. Ach, die sind schon alle krank. Nun, ich helfe gerne. Aber lass uns über weitaus unangenehmere Dinge reden. Wie kann es sein, dass die Orks die Blume bewachten, so als ob sie schon wüssten, dass jemand danach suchen würde? Überlege dir, wer nicht wollte, dass du mir die Blume bringst. Das war kein anderer als Babur. Ach, Erfa, du bist so ein schlechter Schauspieler. Gut, dann sind wir hier erstmal wieder durch anscheinend, ne? Keine neuen Quests. Riva, der Mächtige, hat uns stark gemacht. Okay. Ich glaube, mit diesem neuen Team und den neuen Waffen und so, dann ballern wir jetzt alles um. So, grüner Kristall. Versuchen wir es mal. Ja, oh, schon auf dem müssen Weg. Wir... da ist direkt ein Gegner. Sicher. Was sehe ich? Eine Giftkröte, natürlich. Erstmal die Kröte. Ja, das ist doch nichts. Wenn wir es nicht gebrauchen können, verkaufen wir es einfach. Wenn ich daran denke, was für ein Problem die mal haben. Frag mich, ob Rind es schafft. Naja, sieht ganz gut aus bisher, ja. Bloß nicht in die Quere. Was immer du willst. Ja. Nun, dann ist doch gemein, diese Kröte auf dieser Insel zu platzieren, wo man nicht hinkommt. Und sie natürlich mit Gift schießen kann. Aber gut. Man hat ja hier eigentlich einen Bogenschützen an dieser... Wenn man so weit ist im Spiel. Ich habe es langsam satt. Zumindest, wenn man nicht alleine spielt. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. So, wenn mich nicht alles täuscht. Hier war ja alles voll mit diesen verdammten Ghouls. Und es war ja ein Riesenproblem, das letzte Mal hier überhaupt irgendwo hinzukommen. Oder wieder wegzukommen. Ja. Da wird es mich wirklich... Ja, das wird nichts. Wirklich interessieren, ob wir jetzt auch nur den Hauch einer Chance haben. Das könnte ja sein. Also zumindest, wenn man sie so ein bisschen versucht, auseinander zu pullen, könnte es ja klappen. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. Ja. So, zum Beispiel. So, der andere hat's gesehen. Aber so in der Art könnte das ja mal wieder klappen, ne? Hier entlang, da entlang. Ich habe es langsam satt. Ja. Hier entlang, da entlang. Ich habe es langsam Nein, satt. Nein, so nicht, Freunde. So doch nicht. Nee, ihr seid zu nah beieinander. Ihr seid ein bisschen nah beieinander. Ja, jetzt hat er mich. Vielleicht reicht's, ja. Zumindest sind sie auseinander. Komm und kämpfe! Aber Kador ist auch sofort schon wieder was angeschlagen. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Ich glaube das nicht, dass das was wird. Selbst mit neuen Waffen und bessere Ausrüstung und einem neuen Bogenschützen und so. Ich glaube, das wird schwierig. Ja. Dann müssen wir uns wohl weiterhin durchschleichen.
Warum konnte ich da jetzt aber nicht hin? Obwohl da ja so ein Zugang... Na gut, okay. Für den Eiszauber benötigt man einen grünen Kristall. Seit hier Salle kann man in den Schluchten. Überliste den Troll. Achso, nehmen. Das ist der Troll. Wird nicht einfach sein, ihn zu töten. Es ist aber leicht, ihn wegzulocken und sich dann in die Schlucht zu schleichen, wenn dir der Troll nicht folgen kann. Ah, okay. Egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Ich kann nicht wieder rein, bevor ich mich etwas ausgeruht habe. Und was war hier unten noch für ein Ziel? Das ist dann... Ist da auch noch sowas? Was immer du willst. Bin schon unterwegs. Was ist da für ein... Hier ist der Geheimgang in die Stadt, Bist du deines Lebens in die Stadt der Toten. Ja, stimmt. Das musste ich dann auch noch herausfinden. Das ist dann, glaube ich, hierfür, ne? Dass man hier irgendwie nicht durch kann. Aber hier ist so ein Geheimgang. Benötigst du ein Passwort? Ja, genau. Stimmt. So, die, ne? Die müssten aber eigentlich weniger problematisch sein. Ja, okay. Das geht schon wesentlich einfacher. Ich werde dich eigenhändig begraben. Okay, ja, da hauen sie sich gut durch, ja. Hast du schon genug? Ich liebe es, Beute zu machen. Sicher. Ja, macht mal weiter hier. Ja. Haut schon noch gut rein. Wenn er mal trifft, dann trifft er gut. So, hier unten war ich da schon mal. Es ist doch egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Ja, Krieger. Krieger könnte natürlich wieder ein bisschen anspruchsvoller sein, aber ich glaube, ja, das geht auch. In Ordnung. Das geht alles. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. Aber es muss ja... Okay. Krass, ey. Gut, so als Bogenschütze hast du halt wirklich... Ich bin schon auf dem Weg. Was immer du willst. Siehst du ja kein Land. Also das ist... Aber gut, er wird ja auch eigentlich nicht getroffen. Also er soll ja eigentlich im Hintergrund bleiben und von daher passt das hoffentlich. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen, aber es muss ja leider sein. Ja? Oh, zwei Tiger und 36 kritischer Schaden. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ardor natürlich schlecht positioniert zwischen so zwei Tigern. Aber gut. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. Aber das läuft doch eigentlich. Und ich glaube, für die nächste Fähigkeit, also Intelligenz, wollte ich ja dann mal skillen wahrscheinlich. Ich glaube, man brauchte da mal 300 Erfahrungspunkte, aber da ich ja jetzt Aktionen gesteigert habe, brauche ich da wahrscheinlich auch die 600 oder so für. Ja, müssen wir mal gucken, aber... Ich hoffe, dass das jetzt... Bin schon unterwegs. Ja, es dürfte nicht so lange dauern wie bei den 1800. Wie ich jetzt das gesamte Spiel angesammelt habe. So, schön die ganze Tigerpopulation ausgedünnt. Ja. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Ich werde dir sehr wehtun. Ugh.
Alles wichtige Erfahrungspunkte. Ja? Nicht in die Quere. Ich bin schon auf dem Weg. So, aber dann hier hätten wir es dann, ne? Hier sind wir dann erstmal. Ja, bin schon auf dem Weg. Ja, okay. Nun, dann wollen wir mal. Okay, ja, dann kommt man ja vielleicht. Ja, ja. Ich diese Skelett-Veteranen immer noch herum. Ja, genau, da drüben waren wir. So. Bin schon unterwegs. Ich wann ich mal wieder richtig lange das schlafen ist kann. Keine gute Idee. Gab es jetzt hier einen Durchgang? Ja, hier gibt es einen Durchgang. Okay, gut. Wie lange soll ich denn noch, wenn ich Kind das den ganzen Tag rennen kann? Genau, und hier sind wieder die noch. Ach, Rekruten gibt es jetzt auch noch. Also Bürger, Krieger und Rekruten. Dein Platz ist in einem kalten Grab. Ich bin der Stärkste. Hier, nimm das. Lass mich mal sehen. Ich bin schon auf dem Weg. Hier ist ein relativ weit. Oh, hier sind ganz viele. ganz viele Quest-Ziele. Auf der Karte ist alles lila. Oder pink. So, du bist ja eigentlich auch noch. Ich werde dir sehr wehtun. Ein normaler Krieger? Ja, das gehen wir auch an. Da brauche ich nicht mehr die Schwächung. Das ist auch so okay. Wo ist meine Beute? So, zum Durchgang wollen wir noch nicht. Bin schon unterwegs. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es eine ordentliche Keilerei. Und zum Haupteingang eigentlich auch nicht. Ich versuche es in der Gegend herumzulaufen, aber es muss ja leider sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier oben vor den Haupttoren ein bisschen gefährlich sein könnte. Mal schauen. Hat jemand Lust auf eine kleine Keilerei? Ah, mal gucken, vielleicht sind auch nur Rekruten und Krieger und Bürger hier. Ja? Die schnitzeln wir ja echt ohne Probleme weg gerade. Da ist schon der erste Veteran. Das möchte ich gern vermeiden. In Ordnung. Nee, nee, bitte nicht. Ja, nur du allein. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Ja, das kannst du vergessen, ne. Gut, dann müssen wir mal schauen, ob wir hier doch irgendwie drumherum kommen. Es ist mir egal, oder ob wir diesen einen Rekruten doch rausziehen. Zumindest versuchen. Das ist ja hier irgendwie die Lieblingstaktik. So. Schnell die Flucht ergreifen. Ich werde dich vernichten. Ich bin schon auf dem Weg. Vielleicht, wenn man eher so nach hinten weg. Wer ist denn? Die sind auf Zack. Ich meine, es sind Veteranen, aber. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Ja, ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen, okay. Aber es muss ja leider sein. Ich bin schon auf dem Weg. Will sonst noch jemand Ärger? Okay, okay. Scheint geklappt zu haben. So, und jetzt mal versuchen, hier irgendwie vorbeizuschlängeln. Ja. Oder ist noch einer von den Rekruten? Oder Egon sogar? Bin schon unterwegs. Okay, ja. Ja, vielleicht. Ja, doch, doch. Ja. Ja. Kurz warten. Das war ja so, dass die uns nicht sehen, sondern eher spüren. Ne? Also wenn sie, wenn wir zu nahe sind, dann nehmen sie unsere Präsenz wahr und kommen angestürmt. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt.
So, hier ist doch bestimmt... Ja, okay. Auch erstmal nur Burger, das ist schon mal gut. Los, Angriff! Aber ich muss sagen, Rind macht sich ganz gut eigentlich bisher. Mal sehen, was es da Feines gibt. Gut, ich habe jetzt keinen Vergleichswert wegen dem Bogen. Ne? Könnte ja auch sein, dass Naya damit so richtig gut Damage gemacht hätte. Werden wir jetzt erstmal nicht erfahren, aber... Ich werde dich eigenhändig begraben. Ich glaube, so könnten wir das erstmal lassen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Diese verkackten Veteranen. Bin schon unterwegs. Ja. Ja. Ja, irgendwie hier hinten, ja. Von mir aus kämpft auch gegen zwei, aber nicht mit dem Jawohl. Vorne. Und zwei Okado ist natürlich auch mies, ne? Richtig mies. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Nun, dann wollen wir mal. Aber es muss ja was leider immer sein. Du willst. Bin ja schon unterwegs. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber vielleicht es muss ja leider gehen wir dann ja doch sein. Erstmal nochmal zurück. Oh, nicht so weit zurück. Lief der Veteran einfach lang. Okay, krass. Wir sind hier richtig auf Patrouille. Ein bisschen aufpassen. Aber hey, kriegen wir alles hin. Bitte tötet ihn. Danke. Bitte. Danke. Okay. Was Sicher. Immer du willst. Jawohl. Ach, das ist ja kreuzgefährlich hier. Ja, bin schon unterwegs. In der Gegend herumzulaufen. Das ist ja richtig. Aber es muss ja leider sein. Okay, jetzt rennt er irgendwie mal weg. Bin schon unterwegs. Na komm, ich werde dich eigenhändig begraben. Jawohl. So, hier oben sind wir vielleicht ein bisschen sicherer. Bin schon unterwegs. Schon. Oder sind hier auch wieder Veteranen? Nee, das ist ein Bürger. Bürger ist gut. Mal sehen, was es da Feines gibt. Und hier... Ich muss jetzt auch nicht mein Glück herausfordern, aber hier so in der Ecke... Hier entlang, auch Veteranen, okay. Ich habe es langsam satt. Okay. Das muss natürlich was nicht sein. Schon auf dem Weg. In Ordnung. Aber es scheint vom Spiel ja auch so Dein irgendwie so ein bisschen so gewollt gerade, nur dass man hier so... sich durchschleicht und dann hier ja, kämpfen soll, weil hier sind ja auch die, ich sag mal, besiegbareren Gegner. und dass man die Veteranen dann eher umgehen soll. Ja. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall so spielen. Es gibt bestimmt auch Leute, die solche Experten sind, dass sie die jetzt schon besiegen könnten, aber ich zähle mich da nicht zu. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Ah, du bist der Troll. Das muss ja leider sein. Nur was immer du willst. Mal. Langsamer schwarzer Troll. Den sollte ich ablenken. Was immer du willst. Das wird auch spannend. Ich bin schon auf dem Weg. Ich werde dir sehr wehtun. In bester Ordnung. Da muss ich gleich nochmal gucken, ja, in Ordnung. Was da der Questtext sagt. Ja, da stand ja, glaube ich, ich soll ihn in die Schlucht locken, weil er da nicht durchkommt, oder was? Nee. Hier, neben dem Eingang zur Schlucht liegt ein Troll. Es wird nicht einfach sein, ihn zu töten. Es ist aber ein leichtes, ihn wegzulocken und sich dann in die Schlucht zu schleichen. Okay. Wenn der Troll dir nicht folgen kann. Ich bin schon auf dem Weg. Wenn der Troll dir nicht folgen kann. Okay, also ich soll ihn nicht in die Schlucht locken, sondern ich soll ihn irgendwie hier rausziehen. Dann läuft er mir hinterher, weil er ist ja so langsam und bla. Und dann, wenn er weg ist, oder wenn ich ihn rausgelockt habe, laufe ich wieder rein und er kann nichts dagegen tun oder so. Irgendwie so. Klingt gut. Klingt nach dem Plan. Machen wir so. Ich liebe es, Beute. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Los, Angriff! Komm schon, du Krötengesicht!
So, da oben ist ein Übergang, da können wir gleich mal gucken. Seid ihr denn immer noch nicht tot? Das wird deinen Tod besiegeln. Was soll es denn da schon zu holen geben? Hm? Und natürlich der schlimmste Feind in diesem gesamten Spiel, die Fledermaus. Die junge Fledermaus, das ist ja nett. Das habe ich ja lange nicht gesehen. Wir hatten ja bisher die Ausgewachsenen schon. So, aber... Okay. Vermisst hier jemand seinen Kopf? Aber auch die macht immer noch guten Schaden, ne? Also muss man auch sagen. Ja. Hier entlang, da entlang. Ich habe es langsam satt. Was sind denn das für Kreaturen? Ach, und da ist die Ausgewachsene, okay. Da ist dann Mama Fledermaus. Ich soll wohin gehen? Ich soll wohin gehen? Ja, ohne Schwächung, ohne irgendwas, einfach weggeballert. So muss das sein. Jawohl. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Hier kann man nicht lang. Da kommt man nicht lang. Wir sind ja schon unterwegs. Okay, wenn ich das jetzt hier betrete, habe ich den dann aktiviert sozusagen? Was immer du willst. Und kann dann nächstes Mal von hier aus wieder eintreten? Weiß man nicht, ne? Mal gucken. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal aktiv. Ich bin der Stärkste. So, Freunde, kommt ruhig mit. Bin schon unterwegs. Können wir auch mal gucken, was da drüben eigentlich noch ist auf dieser Insel. Oder ob ich da den Troll hinlocken soll? Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. Ja, auf jeden Fall hier müsste ich ihn dann irgendwo umherführen. Ja. Vielleicht einmal um den Felsen hier und dann zurück in die Schlucht oder so. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Aber dafür wäre es schon gut, wenn hier alles frei ist vom Gegner. Das gehört wohl eher auf einen Müllhaufen. Ja, selbst wenn der Troll etwas langsamer ist, die anderen sind es, die Skelette und so, sind es sicher nicht. Die laufen mir dann bis ans Ende aller Tage hinterher. So, ist hier noch was? Da ist tatsächlich noch was. Ich dachte eher an eine Kröte oder so, aber es ist nur ein Skelett. Ein Skelettbürger. Ich bin schon auf dem Weg. So, das ist auf jeden Fall sauber hier. Bin schon unterwegs. Hier, oh, da ist doch noch einer. Sie werden viel Spaß haben. Oh, einer ist gut. Hier sind noch eine ganze Familie, die wir ausrotten können. Okay. Vater, Mutter und Kind alle dabei. Sehr gut. Ihr dürft auch ein zweites Mal sterben. Bitteschön. So. Die habe ich das letzte Mal anscheinend einfach übersehen. Aber gut, vielleicht haben sie sich auch hier erst hinbewegt. Oder ich bin hier gekommen und... Ist ja egal. So, was machen wir jetzt? Erstmal die Insel angucken. Zumindest mal kurz so reinsneaken. Jawohl. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Ich bin schon auf dem Weg. Was könnte hier sein? Ich tippe auf Orks, Echsenmenschen. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Räuber? Goblins? Lange keine Goblins gesehen. Hier soll schon. Das sind auf jeden Fall Häuser eingezeichnet. Sieh dich vor! Was sind denn das für Kreaturen? Los, okay. Sicher. Ich meine, vielleicht ist hier auch einfach gar nichts. Bin ja schon unterwegs. Natürlich auch sein. Ach, haben wir auch lange nicht gesehen. Stimmt. Die Todesfeen, die hatten wir ja am Anfang mal. Ganz vor dem Dorf, in dem Sumpf da südlich war eine.
Und auch in den, Ja, sofort. Ja, bei diesen Inseln da, wo ja, wir den Orkseher töten sollten, war ja auch eine. Moment. Sofort. Ja. Aber das sind immer noch die Schwachen, ne? Also es gibt da schon noch eine stärkere Variante von. Ja, zum Beispiel, okay. Ich beginne mich zu langweilen. Nun, dann wollen wir mal. Was immer du willst. Ich meine, wir müssen es mal probieren, ob wir die töten können. Oder wir müssen gleich mal testen, ob wir mit Schwächungen oder so. Sehen, was immer du willst. Also sie hat jetzt 70 bist du deines Lebens etwa Lebenspunkte. Müde? Das heißt, mit Schwächung hat sie dann wahrscheinlich so 50 oder so. Ja. Könnte klappen, ne? So, schauen wir mal. Bin schon unterwegs. Liebe Todesfee, wo machst du denn rum? Na, eine Kröte noch dazu? Ah, noch eine bin Todesfee? Ja, schon unterwegs. Ja. Nimm diesen Kampf überleben. Ja. Hier ist ja alles voll von denen. Jawohl. Hier, Ah, ich komme zu zweit. Ja. Nee, so wird's nichts. Aber so generell, vielleicht, wenn ich eine irgendwie rauskriege. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Ja? Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Also sie kommt direkt. Ja? Ach, kommt direkt die andere mit, ne? Wen haben wir denn? Das ist ein bisschen blöd. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Jetzt vielleicht? Wenn du mich jetzt siehst? So, jetzt hat sie mich. So, drauf da. Ja, das geht. Ja, okay, mal gucken. Mal gucken, was passiert. Also rein von den Lebenspunkten her könnte es... Ja. Er ist schon hart. Aber es hat funktioniert. Und auf der Karte sehe ich was Rotes. Ist das jetzt hier, oder? Ich kann es gerade nicht so einschätzen. Müsste ja da sein, oder? Ja. Aber das sind wir uns? Ach, da, okay. Nur ich werde diesen Kampf überleben. Die sollten wir natürlich auf jeden Fall wegräumen. Wenn die uns in den Rücken fallen hier. Unterwegs. Ja. In Ordnung. So. Ja. Da können wir laufen, ne? Okay, das ist ganz normales Terrain. Hier entlang, da entlang. Ich habe es langsam satt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Kannst du jetzt schon? Nee, ne? In Ordnung. Aber ich kann hier nicht laufen. Das finde ich schon mal gut. Ja, also hier so in der Ecke wäre es eigentlich nicht verkehrt. Und hier auch mal rein. Bin schon unterwegs. Und ich werde diesen Kampf überleben. Und da kommt die nächste von den Bergen. Kommt sie herunter, natürlich. Ja, hier entlang, da entlang. Bin schon unterwegs. Ich habe es langsam satt. Ja. Ich habe es auch langsam satt, Kira. Das sage ich dir ganz ehrlich. Jetzt sind sie wieder zu zweit. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss hat ja sie leider schon? Sein. Nee. Hier entlang, da entlang. Sie hat mich, okay. Satt. Let's go. Was ist denn das für Kreatur? Bist du deines bitte bleib einfach da. Nein, tut sie nicht. Ja, vergiss es. Was sind denn das für Kreaturen? Los, okay, jetzt kam sie direkt. Jawohl. Okay. Du hast immer noch nicht tot. Immer noch ein bisschen nah dran an der anderen, ne? Also, weiß ich nicht. Okay. Ja. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Wir werden jede Menge Spaß haben.
Was noch der Cooldown auf dem Talisman? Oh je, ich habe versagt. Da merkt man halt schon, ne, wenn Naya noch dabei wäre jetzt und ein bisschen Heilung übernehmen könnte. Boah, das war ja eine richtig knappe Kiste. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Dann ist das ja alles ein bisschen einfacher machbar, ne? Ja. Also da merkt man es dann halt schon, dass so ein zusätzlicher Heiler manchmal nicht die schlechteste Idee ist. Also selten eine schlechte Idee, ist eigentlich nie. Rette dich, solange du kannst. Aber Rind macht trotzdem guten Damage, ja. So, haben wir noch eine Kröte? Alles in bester Ordnung. Ich liebe es, Beute zu machen. Was immer du willst. So. Und noch mehr Kröten, gerne. Gerne, gerne. Nun, ja. Dann wollen wir mal. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Was immer du willst. Aber es muss ja leider sein. So, da haben wir hier einmal eine schöne Runde gedreht. Nochmal hier oben gucken. Komm schon, wir werden viel Spaß gesehen. Haben, nicht wahr? So. Bist du deines Lebens etwa schon zu müde? Was macht Carlo? Hier bin ich! Carlo ist eingefroren in der Zeit. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass er einfach stehen bleibt. Hier entlang, da entlang. Aber ist okay, Carlo. Wir brauchen alle mal eine Pause. Jetzt bin ich dran! Sicher. Heute ist nicht dein Tag. Schön die Krötenbeinchen einsammeln. Sein. Alles Geld. Ich bin schon auf dem Weg. Egal, wo wir hingehen, ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. Ich bin schon unterwegs. Egal, wo wir hingehen, solange es eine ordentliche Keilerei gibt. Ich bin müde. Ab jetzt gehe ich. Sieh dich vor! So, bisher ist hier auf der Insel aber nichts Besonderes, sag ich mal. Also ein paar Kröten. In der Gegend herumzulaufen. Todesfeen. Solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Irrlichter. That's it. Jawohl. Aber gut, es waren ja da, genau, da waren ja Behausungen auf der Karte eingezeichnet. Hier, ne, sieht man ja auch. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Ist nur die Frage, wer hier wohnt. Ich bin gespannt. Dein Platz ist in einem kalten Grab. Oder ob hier überhaupt jemand wohnt. Wahrscheinlich irgendwelche Oger oder so, die das hier überfallen haben. Ich bin ja schon unterwegs. Ich bin schon auf dem Weg. Gucken wir mal. Okay, hier liegen auf jeden Fall Leichen rum. Und Skelettveteranen. Okay, das... Was immer gut. Du willst. Bin hier schon entlang, unterwegs. Da entlang. Ich habe es bin ja schon unterwegs. Gut, das würden wir dann erstmal vermeiden, glaube ich. Sicher. Rette dich, solange du kannst. Erzittere vor Angst. Okay, also hier ansonsten ja. Nichts außer Tod und Verderben. Wenig überraschend. Sieh dich komm vor. Schon, du Krötengesicht! Hast du schon genug? Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Ich würde gerne ja leider sein. Wo ist der Loot? Da ist der Loot. Bin ja schon unterwegs. Okay, vielleicht führt uns hier nochmal eine Quest irgendwann hin oder so. Ja. Hier fühlt es sich so an, jetzt müsste da ein Übergang sein. Aber... Wer ist der Nächste? Ist ja nicht so. Was haben wir denn da? Jawohl. So. Und wir sind ja fast schon bei einer Stunde wieder, das sehe ich ja auch hier gerade. Hier entlang, da entlang.
Ich habe es langsam satt. Und wir haben wirklich was geschafft, ne? Also, jetzt fühlt sich gerade nicht so an, weil wir hier nur rumrennen und alles töten. Aber wir haben das mit der Blume, den Auftrag bekommen und ausgeführt. Was immer du willst. Und haben hier wieder eine ganze Insel befreit von allem möglichen Gezücht. Inklusive Todesfeen. Was soll richtig denn krasser schon Todesfeen. Zu holen gehen? Hm? Nicht schwach, richtig krass waren die. Und Kröten. Sehr viele Kröten töten. So. Ja. Von daher, ich bin zufrieden. Also, soll ich fliegen? So, ich glaube, hier mit der Insel sind wir auch durch. Ich bin doch kein kleines Kind, das den ganzen Tag rennen kann. Aber wir können ja nochmal gucken, ob wir das mit dem schwarzen Troll da irgendwie hinkriegen. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. Weil das würde mich schon noch interessieren, wie das gedacht ist, ob man da wirklich. Ob man ihn da wirklich wegziehen muss oder sich da vorbeischleicht. Weil ich glaube, vorbeischleichen geht einfach nicht. Weil der einfach so fett ist, dass er den gesamten Durchgang da blockiert. Mit seiner schieren Masse. Ich brauche eine Pause. Nicht aus Eisen gemacht. Jawohl. Jo, da nochmal hin. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. So, wie machen wir das? Na gut, ich werde mal versuchen. Also geht mal auf. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Soll ich das machen? Aber es muss ja leider sein. Dass die beiden hier einfach stehen bleiben. Kiran versucht den hier irgendwie 280. Okay. Kiran versucht den hier irgendwie rumzulocken. Keine Ahnung. Nur mal gucken. Okay. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Okay, der ist wirklich arschlangsam. Nun, dann wollen wir mal. So, ist natürlich die Frage, was erwartet unsere Kumpanen da drinnen? Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin müde. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. So, jetzt läuft er zurück. Ah, okay. Ja. Okay, Ja, das muss man tatsächlich ganz Stück für Stück machen wahrscheinlich. Aber es muss ja leider sein. Aber eigentlich eine coole Idee, erstmal was anderes. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. So, jetzt dürfte er mich verlieren. Hoffe ich mal. Und wir bin schon unterwegs. Hauen ab. Läuft ihr mir noch hinterher, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Jetzt dreh dich einfach um. Ich glaube, er läuft mir noch hinterher. Das ist schlecht. Bist du deines Lebens etwa schon müde? Oder wir haben es geschafft. Aber jetzt kriegen wir hier richtig auf den Sack gerade. Rind, es tut mir leid. Ja. Solange du kannst. Oh, das ist ja gar nicht gut hier. Was läuft denn hier gerade? Okay, okay. Das gehört wohl eher auf einen Müllhaufen. Okay, okay. Ich sag mal, wir sind durch. Wir haben's. So, hier sind ganz viele Quest-Markierungen. Suche nördlich der Stadt, finde den Kristall. Kristalle kannst du am anderen Ende der Schlucht finden, sei aber vorsichtig. Es könnten sich außerdem Troll noch andere Feinde in der Schlucht befinden. Ja, das habe ich schon gemerkt. Aber was für Feinde? Das ist die Frage. Bin schon unterwegs. Da entlang. Ich habe es langsam satt. Weil ich frage mich, Veteranen möchte ich nicht. Schlafen kann. Aber Rekruten und so, das ist schon okay. Ich bin der Stärkste. Aber ich merke schon, hier müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Ha! Hier entlang, da entlang. Ich habe es langsam satt. Wenn sich hier nämlich so Veteranen rumtreiben, dann. Kann. Ja, sowas passiert dann nämlich. Bin schon unterwegs. Und das würde ich dann doch gerne vermeiden. Schluss hier. Hm.
Kommt der Sack nämlich direkt von hinten angedackelt, ey. Ja, das könnte schon besser funktionieren. Mal gucken. So, sammeln wir ein. Das ist doch schon, das ist schon besser. Ich habe es langsam satt. Es ist mir egal, versuchen wir mal hier oben den Weg. Bist du deines Lebens etwa schon müde? Nicht gerade schön, aber einer muss es ja machen. Es scheint ja ganz gut zu klappen bisher. Jawohl. So. Da sind wir auch schon fast am Ziel. Ich bin schon auf dem Weg. Und ich höre an den Geräuschen, dass hier überall Skelette rumwandern. Sonst noch jemand? Aber wie gesagt, solange es nur die Kleinen hier sind, ist alles gut. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Und hier steht jetzt ein Veteran davor als Endboss. Okay. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Okay, nimm den Kristall. Nochmal? Oder warum belasse die Schlucht? Der grüne Kristall, weil... Wir sind noch andere Vorkommen, oder was? Warte mal, ich muss da nochmal kurz checken. Kamera... Ah ja, okay. Und hier ist blauer Kristall. Ja? Oh, kein blauer Kristall. Es gibt hier auf jeden Fall genug Beute. Ich muss nur Acht geben, dass ich nicht selbst zur Beute werde. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss... Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, ne, kann man ja zumindest mal gucken... Ob wir nicht direkt noch einen blauen mitnehmen können? Warum nicht? Blut wird fließen! Ruh dich etwas aus! In Ordnung! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Schön den Bogenschützen an die vorderste Front. Ich werde dich eigenhändig begraben! Immer eine gute Idee. So. Er ging mitten durch. Bin ja schon unterwegs. Wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. So, hier hört man aber auch noch Fußgetrampel. Ja? Ja, soll ich den auch? Mal sehen. Kristall. Soll ich noch einen Kristall? Okay. Hier entlang, da entlang. Ich habe es langsam satt. Den ich zwar nicht brauche, anscheinend, was aber immer du willst. Okay, whatever. Was immer du willst. Wir mal. Ja, Rin, bleib mal zurück ein bisschen. Sieh dich vor! Ach, und sind ja alle noch defensiv hier, merke ich gerade. Was mache ich? Was haben wir denn da? Was immer du willst. Sicher. Wahrscheinlich wäre es klug, jetzt den gleichen Weg zurückzunehmen, aber ich bin vieles, aber sicher nicht klug. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig. Von daher Druff da. Attacke! Meine Beute. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Rin, bitte ein was bisschen zurück. Er ist sehr eifrig. Ja. Es ist mir egal, wo das wir hingehen, solange es da eine Das weiß ich ja zu schätzen, aber es ist ein gefährliches Pflaster hier oben. Jawohl. Ah, das ist genau so, was passiert dann. Nicht, lieber Rin? Ja. Ja. Das wollen wir doch nicht. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Was ich immer bin schon auf dem Weg. Ja, dich hab ich gesehen. Komm schon, du Krötengesicht! Ja? Hier entlang, da entlang. Ich hab es langsam satt. So. Ha.
Hier entlang, da entlang. Bin es schon unterwegs. Ist mir egal, langsam, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche und Keilerei drin gibt. Immer noch schön weit vorne mit dabei. Sehr gut. Bin schon unterwegs. Hey. In Ordnung. Sicher. Erzittere vor Angst. Ist hier jemand lebensmüde? Bisschen viel Action für Kador gerade. Ja. Bist du deines Lebens etwa schon müde? Hey, jetzt kommt gerade gar kein Schaden mehr. Wir haben ganz viele Nuller wieder raus, wie in den alten Tagen. Hier, heil den guten Mann mal. Ja, das geht. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Okay, aber auch das hat sich eigentlich schon echt gelohnt hier. In der Gegend herumzulaufen. Viele Knochen, viel Geld, Erfahrungspunkte. Es ist entlang, mir egal, wo wir entlang hingehen, solange also, es da eine ordentliche Keilerei gibt. Ist nicht so schlecht. Was immer du willst. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Aber es muss ja leider sein. Der trollt mich jetzt schon wieder? Okay. Ja. Bin ja schon unterwegs. Na gut. Gut, das mit dem Troll war jetzt echt leichter, als ich dachte. Bin schon unterwegs. Ja, dann geht mal. Jawohl. Ich glaube, wir gehen mal Richtung Norden oder so. Sicher. Ich bin schon auf dem Weg. Ich brauche eine Pause. Ich kann nicht eher wieder rennen, bevor ich mich okay etwas ausgeruht habe. Easy. Und wir haben 2 Kristalle. Na gut. Und wie soll ich das machen? Vielleicht hätte man auch irgendwie den falschen nur nehmen können. Und dann irgendwie zurückbringen und dann sagt Estera irgendwie, bist du irgendwie dumm? Der ist doch nicht grün? Oder was ist immer sowas. Egal, wo wir der Troll ist immer noch da, okay. Warum komme ich hier nicht weg? Ach, ich komme nirgendwo hin. Ich komme nur hier hoch in die weiten Berge. Okay. Soll ich hier hin? Nee. Hier. Aha, okay. Das wird deinen Tod besiegeln. Jetzt rennen sie da hinten rum. Was passiert hier? Leute, bitte. Ich werde dich eigenhändig Mach begraben. Den Scheiß hier. Nein. Auch in Lübde, ey. Das war ja richtig dumm. Ja, vergiss es. Okay. Es wird nichts nutzen. Ich meine, ja, machen ja, wir halt nochmal. Warum nicht? In der Gegend herumzulaufen. Auch wenn es nicht sein muss, aber okay, ja. Es wird nichts nutzen. Aber wie dumm das ist, dass er jetzt hier rumgehen muss. Oh, Scheiß. Ja, bitte, geht da bitte einfach lang. Ja. 39 kritischer Schaden. Ja, alles klar. Sicher, was immer du willst. Ich meine, wir müssen das hier nicht machen. Ich könnte jetzt auch einfach zurück, dann wird der Troll wahrscheinlich eh zurückgesetzt und dann ist auch egal. Ich will aber. Jawohl. Ja. Schon wieder 36 kritischer Schaden. Die Scheiße. Ja. Ich bin schon. Junge, ey. Manchmal kann es echt nerven, ohne Scheiß. Wenn das jetzt 2-mal in Folge auf Kador so einen hohen kritischen Treffer gelandet hat, das ist doch kein Zufall. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch das Spiel, was mir den Mittelfinger entgegenstreckt. So, du gehst mal hier irgendwie weg. Nicht, dass da noch was passiert. Es ist schon mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. So, mal gucken, was jetzt passiert. Wenn er gleich wieder 36 Schaden Crit kriegt, dann höre ich auf. 31 Schaden Crit? Ja. Ist das hier irgendwie eine versteckte Kamera? Bist du irgendwie was Besonderes? Nee, auch nur ein Krieger.
Weißt du was? Du hast es dir verdient. Hier, nimm die Schwächung und halt die Fresse, ey. Meine Güte, ey. Manchmal. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. So. Ja? Einmal Cardos Arm. In Ordnung. Sicher. Ich frag mich trotzdem, was das hier soll, aber vielleicht ist das auch einfach nichts und... Irgendwann gibt es, ja, das ist einfach so ein optionales Gebiet, irgendwie, keine Ahnung. Ja? Aber okay, jetzt, nee, das sind ja alles Krieger, das wird nix. Das wird nix. Ja. Aber schön, dass sie auf jeden Fall... mal wieder einfach so in den Kampf eingreifen. Okay. Ja. Ja, das geht. Hoffe ja, dass hier noch irgendwie so ein Schatz ist oder so. Irgendwie eine Truhe mit einem fetten Zweihänder oder so. Irgendwie sowas. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Bisher gibt's hier, glaube ich, einfach. Es gibt hier einfach nichts. Ein großer Haufen nichts. Oder es wird später noch relevant, dass hier dann der große Treffpunkt ist mit. Dem verfeindeten Dorf oder so, das wir noch nicht gefunden haben, keine Ahnung. Ja, wen haben wir denn da? Komm und kämpfe! Okay. Kannst die Heilung ruhig machen, Kira? Lass dich nicht aufhören. Aber nee, das ist ein Ding. Hier geht's runter. Ich habe es langsam satt. Ah. Wo sind wir eigentlich? Aha, okay, das ist ja spannend. Jetzt verstehe ich, hier waren wir, genau, hier hatten wir dann diese Muschel. Da oben war der Steinbruch, hier war dieser Troll. Ah, okay, weil ansonsten kamen wir hier ja gar nicht hin. Wann entspannt. Jawohl. Sieh dir vor, ein Veteranenschwein. Ah, ganz schöner Klopper hier. Okay. Aber hier muss ich, also hier gibt's ja jetzt gerade gar nichts für mich zu tun. Ich muss dann irgendwann mal hier hoch vielleicht. In den weiten Bergen. Ja, ich glaube, das... Wann ich mal wieder richtig lange schlafen. Das machen wir irgendwann anders. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei sein. Aber cool, dass es dieses Gebiet hier... dass das hiermit so verbunden ist, dass wir von hier aus dann auf die andere Seite des Flusses entlang. Kommen, wo wir sonst nicht hinkamen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Das ist ja schon ganz nett. Jo, dann wollen wir mal. Kommen wir jetzt zurück? Nee, wir kommen trotzdem nicht zurück. Das ist ja was. Ja, und hier auch sonst? Nee, wir kommen wirklich nur hier hin. Na gut, okay. Durch die Frage, ob der Troll sich verzogen hat. Bin ich hoffe es mal. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Okay, scheint ja weg zu sein. Nun, bin schon unterwegs. Ich bin müde. Sicher. So, da auf diesem Weg. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Also auf der Hauptstraße quasi waren ja noch die Skelette. In Ordnung. Also die Veteranen, da müssen wir mal kurz gucken. Ja. Dass wir denen vielleicht nicht in die Arme laufen. Ja, genau so. So sollte das genau nicht sein. Sicher. Perfekt. Ich bin schon unterwegs. Ich brauche eine Pause. So, und jetzt hier ist hier auch wieder einer, ne? Ja, hier ist auch direkt einer. Okay, oh, Kacke, ey. Was ist denn Ja.
Eieiei, das ist so schlimm. Ihr seid alle so schlimm. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. Ja. Aber das sieht ja eigentlich egal, ganz okay aus. Es da eine ordentliche Keilerei gibt. Ich bin schon auf dem Weg. So, dass wir hier vielleicht mal kurz pausieren können. Eieiei. Ja, bin schon unterwegs. Oioioi. Ich frage mich, wann ich mal wieder richtig lange schlafen kann. So, den machen wir noch nass. Ja. Oder eher uns, anscheinend. Damage, ey. Ich werde dich eigenhändig begraben. Ich liebe Magie. Okay, ja. Kiran, du bist tot. Ich kann nicht eher wieder rennen, bevor ich mich etwas ausgeruht habe. Okay. Hier entlang, da entlang. Was soll es denn da schon zu holen gehen? Ich liebe Magie. Kiran quasi tot. Hier und da war dann dieser Durchgang zur Stadt, ne? Okay, das gucken wir uns dann sowieso nochmal wann anders an. Bin schon unterwegs. Sicher. So, und hier müsste es jetzt eigentlich ohne groß Feindkontakt nach Hause gehen. Jawohl. Mal kurz schauen. Ich frage mich, ne, hier waren ja eben die ganzen Tiger und so. Ich kann nicht länger rennen. Nun, jawohl, dann wollen wir mal. Ich nehme auch gerne den Umweg. Ich bin schon auf dem Weg. So, wir warten natürlich auf alle. Ich bin schon auf dem Weg. Aber das sieht doch gut aus. Es ist mir egal, wo wir hingehen, solange es da eine ordentliche Keilerei gibt. Ich bin doch nicht aus Eisen. Ich bin doch nicht aus Eisen. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. So, haben aber wir das. Muss ja leider sein. Ich bin nicht aus Eisen gemacht. Ich hasse es, in der Gegend herumzulaufen. Ja. Ich komme immer noch nicht zurück. Warum komme ich nirgendwo mehr hin? Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Aber ja, ich komme einfach nirgendwo mehr hin. Oder es muss... Ja, nur da oben? Kann ich nur von da oben vielleicht raus oder so? Nun, dann wollen wir mal. Ha. Was immer du willst. Wenn das jetzt auch nicht geht, dann ist es definitiv ein Bug. Denn da kam ich eigentlich immer her. Es ist mir egal, ich wo wir hingehen, hart. Solange ist da einer... Okay. Kein Bug. Die nackte Naya, ey. Leuchtet so ein bisschen in der Nacht, ne? Naja. Okay, wir haben ja einiges zu besprechen. Du bist aber eifrig. Ich habe nur nach einem grünen Kristall gefragt. Aber du hast mir auch einen blauen gebracht, obwohl ich den für den Eiszauber nicht brauche. Ich bin ein guter Junge. Was soll ich jetzt damit machen? Ihn wegwerfen? Trott. Oh nein! Man braucht ihn zwar nicht für diesen Zauber, aber er wird bei einem anderen Zauber sehr nützlich sein. Ich werde ihn dir abkaufen. Und was wirst du damit machen? Oh, das ist ein Geheimnis. Ich werde es nicht einmal dir verraten. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wozu diese Kristalle verwendet werden. Aber das konnte ich ihm ja schließlich nicht verraten, oder? Vielleicht fällt es mir ja eines Tages wieder ein. Okay, das war ziemlich cool. Der Feind im Dorf. Also, was redet man so im Dorf? Das kannst du dir wohl denken. Sie beschuldigen sich gegenseitig? Ja, aber beide klingen glaubwürdig. Ich komme einfach nicht weiter. Och, ihr jungen Hüpfer, versteht ihr denn gar nichts? Wenn du der Sache nicht auf den Grund gehen kannst, dann muss es eine andere Lösung geben. Stell ihnen eine Falle. Gut, eine Falle stellen. Aber was für eine Falle? Oh ja, ich erzähle im Dorf, dass Estera mir ein Geheimnis verraten hat. Es soll eine weitere weiße Blume in den Mittelbergen geben und ich hätte ihr versprochen, sie zu holen. Ich erzähle Babur, dass die Blume an einem Ort ist und dem Ältesten sage ich, sie ist an einem anderen Ort. Bestimmt erwartet mich dann ein Hinterhalt und wenn ich sehe, wo der Hinterhalt ist, weiß ich, wer dafür verantwortlich ist. Gesetzt dem Fall, dass sie nicht miteinander sprechen, aber ja, vielleicht könnte klappen, weiß ich nicht. Scheißplan, ich weiß es nicht, naja. Ah, jetzt wird alles gut. Trete bitte mal zur Seite. Ich muss nicht warten auf den Winter, um Wasser zu fesseln durch Eis. Es scheint der Kristall und das Wasser wird zu Frost. Nun, bitteschön, mein Lieber. Ich mag zwar alt sein, aber ich habe noch nichts verlernt. Findest du nicht auch? Okay, und jetzt kann ich
Was kann ich jetzt? Kann ich jetzt Frost oder was? Nee, kann ich nicht. Aber vielleicht kann ich jetzt irgendwie Dinge gefrieren lassen, Wasser gefrieren lassen und dann darauf hinwegschreiten oder so. Ah, Todesfeenstein. Nee, das ist Quatsch. Die laden. Können wir das hier verkaufen? Nee. Ah ja, ey. Zieh dir mal was an. Okay, ich will. Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich mal. Weiß. Es ist ein Sakrileg. Aber ich lass Raubein mal kurz im Dorf. Es tut mir. Warum? Weil ich das ja, so sage. Reicht dir das nicht? Musste ich leider zurücklassen. Warum? Weil ich dir das so sage. Okay. Und, dann, ja. Brauchst du meine Hilfe immer noch nicht? Das Spiel ist ab 12 gewesen. Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Gut. Ich sag so, ne? Ich würde dich nach wie vor gerne bei deinen Abenteuern begleiten. So, dann ab 12. Ja. Ja. Wunderschön. Was wollte ich? Ach ja. Hier, bitte. Ich meine, es ist nicht viel, meine Stoffhose kriegst du nicht, weil die ist wichtig. Die ist ja für mich auch. Von daher, tut mir leid. Hatte dann hier, wie heißt der? Rind hatte der keinen? Achso, die Hosen, die hat er noch anbehalten, okay. Ja. Naja. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Du kriegst sogar dein. Nein. Wirst du nicht. Ja, das ist doch besser, oder? Das ist doch besser. So. Das musste ich einfach noch machen. Es tut mir leid. Zumindest, dass sie nicht hier in Unterwäsche. Also, tut sie immer noch. Tut aber mir leid, naja. Ich stelle normalerweise. Ich hab. Aha. Aha. So, wo bist du, lieber Kador? Das war natürlich nur ein Scherz, Kador. Du bist doch mein Man. Mein Bro. Hey, Raubein! Aber sicher! Für einen guten Soldaten wie dich gibt es immer Arbeit. Ich bin dabei. Gut. Babur, die Hexe hat mir verraten, wo ich noch eine weitere Heilpflanze finde. In den Mittelbergen, wo der Fluss an das ausgetrocknete Flussbett grenzt. Und diesmal werde ich sie dir verkaufen. Aber denk daran, kein Wort über diese Sache zu irgendjemandem. Das musst du mir doch nicht sagen. Ich schneide mir doch nicht ins eigene Fleisch, oder? Wir sollten das Dorf vor weiteren Krankheiten schützen. Die Hexe hat mir verraten, dass es noch eine magische Blume in den Mittelbergen gibt, in der Nähe von Baburs altem Steinbruch, wo sein alter Karren liegt. Ich gehe dort so bald wie möglich hin. Aber ich finde, wir sollten das vorerst für uns behalten. Oh, natürlich, Auserwählter. Ich werde das Geheimnis für mich behalten. Da bin ich ja mal gespannt, wer sich hier als Verräter herausstellen wird. Ich habe so eine eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Da der Schmied so wichtig ist und wir den ja brauchen hierfür, um Sachen zu verkaufen und so, wird es wahrscheinlich der Alte sein. 132. 100? What the? Ich bin reich. Na gut. Goodbye. Sorgen. Geld sorgen. Alles egal. Wir haben ausgesorgt. Das war's. Gut, die Skelette, ne? Das waren halt echt eine Menge Skelette, muss man schon mal sagen. Kannst du nicht benutzen. Genau, das will ich mal gucken. Alles verkaufen. Hervorragend. 3000 Tacken, jawohl. So, wie es brauche ich? Intelligenz 320, okay. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Ach nee, Rind. Ach, ich bin dumm. Ich bin dumm. Genau, hat mich auch gewundert, weil das würde 320 kosten, wenn ich noch nicht Aktionen aufgelevelt hätte, obwohl ja Rind auch Stufe 2 hat, aber hierfür trotzdem nur 320 bezahlen muss. Das ist ja richtig mies. Na gut, okay. Gut, dann warte ich, obwohl Nahkampf kriegst du jetzt, ja, Nahkampf gebe ich ihm jetzt mal.
auf 25. Ja. Das wollte ich mal machen. Und Kador ist schon auf 25. Kador könnte demnächst mal... Kador kriegt jetzt Stärke. Einfach, weil ich es kann. Ist mir scheißegal. Ich mach's einfach. So. Gut. 3000 Tacken in der Tasche. Nie wieder Geld sorgen. Ich würde sagen, das war eine der besten Folgen bisher. Dann würde ich sagen, Blümchen. Blümchen. Weißes Blümchen. Ja, war wieder eine etwas längere Folge. Aber auch nicht so lang. Vielleicht werde ich das in Zukunft so beibehalten, dass man immer, ja, mal wieder mal anderthalb Stunden, mal eine Stunde, vielleicht auch mal kürzer, müssen wir mal gucken. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.